Guten Tag, ich begrüße Sie sehr herzlich zum heutigen Webinar. Welche Steuerung kombiniert Wärmepumpe und PV optimal? Das Thema stößt auf großes Interesse. Das Webinar war in kurzer Zeit ausgebucht. Das freut uns sehr. Und das Interesse ist nicht nur Ihrerseits und unsererseits groß, sondern auch seitens der Politik. Ein paar Angaben hierzu. Das Bundesamt für Energie in der Schweiz plant bis 2030 600.000 Wärmepumpenanlagen zu installieren. Das ist nahezu eine Verdopplung. Und in Deutschland im gleichen Zeitraum sind die Ambitionen sogar noch höher, eine Versechsfachung auf 6 Millionen installierte Wärmepumpenanlagen. Nun gilt es natürlich, diese Anlagen auch möglichst effizient zu betreiben, eben gerade auch in Kombination mit PV. Und da spielt natürlich die optimierte Steuerung eine sehr große Rolle. Insbesondere kann eine optimierte Steuerung dazu dienen, den Netzbezug von Strom deutlich zu reduzieren. Und gerade das ist ja ein Thema, das in der jüngsten Zeit noch zusätzlich an Wichtigkeit erlangt. Einerseits, wie gesagt, um die Klimaziele zu erreichen, aber eben auch um dem exponentiell gestiegenen Strompreis und der Diskussion um eine Mangellage gute Lösungen und Antworten zu bieten. Es freut mich deshalb sehr, heute Ihre Referenten vorzustellen, die sehr viel zu diesem Thema zu sagen haben. Und da möchte ich als erstes Professor Dr. David Zock begrüßen. David ist Dozent für Regeltechnik an der FHNW, Fachhochschule Nordwestschweiz, und auch Inhaber des Unternehmens Smart Energy Engineering. Er kennt also das Thema der Regeltechnik sowohl aus vielfältigen Praxisprojekten wie auch aus dem akademischen Umfeld. So wurde ihm auch der Auftrag oder die Aufgabe erteilt von Energie Schweiz, hier Empfehlungen für eine optimale Steuerung mit Verbindung Wärmepumpe PV zu erarbeiten. Und dies hat er auf Basis von Polysan-Simulationen getan. Und so kam auch die Zusammenarbeit mit uns zustande. Und die Erkenntnisse dieser Arbeit sind auch ein Hauptbestandteil des heutigen Webinars. Dann begrüße ich meine Kollegin Hanna Gäbelein. Sie ist wie ich bei Vela Solaris tätig. Vela Solaris entwickelt und vertreibt die Simulationssoftware Polysan, um die es heute ja auch geht. Hanna übernimmt die fachliche Leitung in einem Team von 5 Personen für Serviceleistungen und Consulting und kennt die Aufgaben und Herausforderungen bei der Abbildung von Steuerungslogiken in Polysan aus ihrer Praxis. Ich selbst bin Geschäftsführerin von Vela Solaris und freue mich sehr, heute dieses Webinar zu hosten und auch zu moderieren. Wir werfen jetzt einen Blick gemeinsam auf die Agenda. Zuerst wird David, wie kurz erwähnt, vor allem aus seiner Praxis erläutern, welche Möglichkeiten zur Steuerung der Wärmepumpe mit PV sich bewähren. Dann wird er seine Erkenntnisse teilen, welche Steuerungssysteme eben auch überzeugen im Bezug auf Eigenverbrauch, Anlageneffizienz und Wirtschaftlichkeit und insbesondere auf die Rolle der Speicherkapazität des Gebäudes eingehen und auch erläutern, worauf es bei der Einbindung eines Heizstabs besonders zu achten gilt. Dann wird er in seinem Fazit auch seine praktischen Empfehlungen an Sie richten für die Planung und Inbetriebnahme einer Wärmepumpe. Dann wird Hanna aufzeigen, welche neuen Vorlagen es auch in Polysan gibt, die auch Ihnen erlauben, diese Power-to-Heat-Steuerungen in Ihren Projekten einzusetzen. Und sie wird dabei auch Hilfestellung geben, wie diese Templates optimal einsetzbar sind. Noch 2 Hinweise, bevor wir mit dem Referat von David beginnen. Sie sind während des ganzen Webinars auf stumm geschaltet. Sie können aber jederzeit hier in der Toolbar
unter der Chat-Funktion oder auch unter der Question-Funktion Ihre Fragen einstellen. Wenn es sich anbietet, würden wir diese sofort beantworten. Und sonst haben wir am Schluss, also etwa ab 17 Uhr, eine Q&A-Session geplant für 15 Minuten. Wenn es sehr viele Fragen gibt, dann verlängern wir auch gerne bis um 17.30 Uhr. Und wenn es dann immer noch Fragen gibt, die wir nicht beantworten konnten, dann werden wir uns sehr gerne im Nachgang des Webinars bei Ihnen melden. Noch der zweite Hinweis, das Webinar wird auch aufgezeichnet und alle hier gezeigten Unterlagen inklusive der Polisan-Vorlagen werden Sie im Nachgang auch zur Verfügung haben. Die senden wir Ihnen dann gerne zu. Nun möchte ich aber gerne an David übergeben und freue mich sehr auf sein Referat. Ja, grüezi miteinander. Ich hoffe, Sie können alle meine Präsentation sehen. Ist das der Fall? Ja, bestens. Gut, dann würde ich gleich beginnen. Also auch von meiner Seite herzlich willkommen. Der Teil von mir ist, welche Steuerung kombiniert Wärmepumpe und Photovoltaik optimal. Ich werde da ein bisschen aus meinen Erfahrungen erzählen. Teil 1, ich steige gerade direkt ein in die Praxisbeispiele. Da geht es jetzt eben darum, dass man aus diesen Installationen, die wir früher gemacht haben, das sind etwa 100 Installationen, eben ein paar Beispiele rauspicken und so ein bisschen die Erfahrungen zeigen, die wir hier mitgemacht haben. Das erste Beispiel, das ich zeige, ist ein Einfamilienhaus in Remigen im Kanton Aargau in der Schweiz. Das ist ein Neubau nach der Minergie-Standard mit viel Photovoltaik und modernster Technik. Die Photovoltaik kann man hier gut sehen, auf dem Dach verteilt überall, wo es geht. Hier das Schema, das entsprechende. Ich gehe gerade auf die wesentlichen Dinge ein. Wir haben einen zentralen Energiemanager, den sieht man hier oben. Er macht auch das Thermomanagement für das Gebäude, das heißt, dass man die Gebäudemasse als Speicher nutzt. Dann haben wir die Wärmepumpe und die beiden Elektromobilladestationen hier, die man eben auch intelligent eingebunden hat über Modbus. Und wir haben noch zusätzlich eine Batterie für den restlichen PV-Überschuss zu puffern. Wir haben auch zusätzliche Steuermöglichkeiten noch für Haushaltgeräte hier rechts, die man hier noch eingebunden hat. Hier sieht man dann das Resultat für ein Jahr, Beispieljahr 2020, ein ganzes Jahr die Datenauswertung. Sie sehen jetzt hier die elektrische Energie in Kilowattstunden aufgetragen für jeden Monat. Jeweils rot ist der Netzbezug, blau ist der Eigenverbrauch und grün der Überschuss, der im Stromnetz eingespeisen wird. Sie sehen hier eigentlich auf den ersten Blick, dass man im Sommer einen sehr hohen Eigenverbrauch hat hier, natürlich auch dank der Elektromobilität. Man hat hier übrigens eben zwei Elektromobile zur Verfügung, die man auch optimiert angesteuert hat. Dann haben wir in der Übergangszeit hier, Februar bis April, auch sehr hohe Eigenverbrauchswerte dank der Optimierung der Wärmepumpe. Und im Winter haben wir eben trotz der ganzen Technik noch einen bestimmten Netzbezug, der ist relativ klein, aber der ist da. Auch trotz Batterie gibt es eben immer noch einen Netzbezug im Winter. Und darum ist im Winter natürlich die Effizienz von hoher Bedeutung. Also einerseits die Effizienz der Wärmepumpe und natürlich das gesamte Gebäude, Hülle, die effizient gestaltet sein muss. Dann haben wir hier die Datenauswertung für einen Beispieltag. Das sind jetzt Leistungsverläufe. Man sieht hier die elektrische Leistung aufgetragen auf der Y-Achse, horizontal die Zeitachse an einem Tag. Und man sieht, dass die Wärmepumpe jetzt hier leicht taktet. Die ist jetzt hier auf tiefem Niveau. Einfach komfortmäßig muss die ein bisschen heizen hier in der Nacht. Am Tag heizt sie ein bisschen vermehrt. Man sieht aber, dass natürlich der große Anteil hier effektiv das Laden des Elektromobils ist, tagsüber mit PV-Strom. Das ist die pinke Teil. Unten haben wir nochmal den gleichen Verlauf. Da ist jetzt noch die PV-Produktion eingeblendet, grün. Und wir sehen blau eben auch wieder, das ist der große Anteil an Eigenverbrauch, den man hier hat. Und dank Batterie können wir hier dann noch den restlichen Überschuss puffern. Und nachts haben wir hier dann praktisch auch alles blau, also Eigenverbrauch aus der Batterie. Also es gibt hier in diesem Fall praktisch keinen Netzbezug. Dann das zweite Beispiel hier ist ein Mehrfamilienhaus aus Wettingen, auch Kanton Aargau in der Schweiz. Das ist ein Sanierungsbau. Man sieht hier die Situation vorher. Das ist ein Häuschen so aus den 30er Jahren, Mehrfamilienhäuschen mit drei Parteien.
Und nachher, man sieht, das Bild ist komplett anders, aber das ist das gleiche Haus. Die Gebäudehülle wurde also komplett saniert nach Minergie-Standard, natürlich gut gedämmt, Fenster ersetzt und so weiter. Und auf dem Dach sieht man jetzt hier, gibt es eine kleine PV-Anlage mit Ost-West-Ausrichtung. Als kleines Cutie hat man hier noch eine Solardusche installiert. Und unten links sieht man die Technik im Keller, also es ist der Elektroverteilkasten mit Stromzähler hier und Relais für die Steuerungsfunktionen. Und rechts sieht man dann auch die Wärmepumpe mit dem Brauchwarmwasserspeicher. Die Wärmepumpe ist hier mit Erdsonde. Hier dann das Schema. Ich muss zunächst sagen, das ist ein Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. Das ist etwas typisch Schweizerisches. Also die Idee ist eigentlich ganz einfach. Der Betreiber oder hier der Eigentümer dieses Gebäudes, der kann den Strom der eigenen Photovoltaikanlage an die Bewohner verkaufen. Man sieht hier diese drei Wohnungen. Jede Wohnung hat darum auch einen geeigneten Zähler installiert. Es wird ein bestimmter Tarif hinterlegt, ein sogenannter Solartarif, der besteht aus Gestehungskosten plus noch eine kleine Marge. Und so kann er eben den Strom lokal verkaufen. Das ist dieser Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. Und der Energiemanager wertet natürlich diese Daten aus. Es gibt dann auch automatisierte Abrechnungen. Plus er macht eben auch die ganze Ansteuerung. Also wir sehen, hier ist auch wieder eine Wärmepumpe eingebunden und ein Boiler, Warmwasserwärmer. Hier jetzt ganz einfach über Relais, einfach geschaltet und noch zusätzlich ein Haushaltgerät, hier ein Sekkomat für die Waschküche. Hier dann die Daten, das ist jetzt das Jahr 2019, monatliche Daten. Hier sieht man jetzt jeweils die gesamte Produktion und Verbrauch in Kilowattstunden. Man sieht hier natürlich typischerweise diese Gegenläufigkeit, die man immer hat in Gebäuden, dass man eben Sommer, Winter gegenläufig hat von Produktion und Verbrauch. Das höchste Optimierungspotenzial ist natürlich in der Übergangszeit. Man sieht das sofort, da wo die Balken etwa gleich hoch sind, da kann man am besten optimieren. Und im Winter kommt es eben auf die Effizienz des Gesamtsystems an, hier wo man den Netzbezug dann auch hat. Und da hat man hier mit Minergie eben auch sehr gute Voraussetzungen, also mit guter Dämmung. Hier mal ein Tagesverlauf, auch wieder Gesamtproduktion und Verbrauch. Man sieht, wie das auch fluktuiert in der Produktion. Da hat man Wolken gehabt, im Verbrauch, da ist die Wärmepumpe, die taktet. Man hat auch andere Verbraucher wie Kochherd und so weiter, die diese Fluktuationen ergeben. Und man sieht, dass man doch eben eine relativ gute Eigenverbrauchserhöhung machen konnte hier am Tag, also der Verbrauch ist da etwas höher als in der Nacht. Es ist nicht ein perfektes Matching, aber das ist auch nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass man einigermaßen den Strom am Tag eben verbrauchen kann. War ganz wichtig bei solchen Installationen ist, dass man die richtige Einstellung hat, also die Wärmepumpen müssen richtig eingestellt werden, der E-Manager und die Verbraucher, so dass das dann wirklich auch optimal funktioniert. Dann auch wichtig hier die Temperaturverläufe, die sind ganz wichtig für das Monitoring, auch um Ursachen zu finden für vielleicht Effizienzverschlechterungen. Hier sieht man jetzt einen Tagesverlauf, rot ist eine Speichertemperatur hier im Boiler. Man sieht, wie die jetzt am Tag eben ansteigt. Und man hat dann hier auch vor Rücklauftemperatur der Heizkreise noch und die Außentemperatur. Über diese Verläufe kann man dann eben auch entsprechende Optimierungen vornehmen. Dann hier die Datenauswertung vom gleichen Gebäude jetzt nach Verbraucher. Hier ist jetzt der Allgemeinverbrauch, da das Graubraune. Dann haben wir die Wärmepumpe, das Dunkelblaue, die natürlich im Winter relativ hohen Verbrauch hat natürlicherweise. Und wir haben noch den Boiler zusätzlich Türkis hier eingezeichnet. Die Wohnungen sind jetzt hier nicht eingezeichnet. Was man hier sofort sieht, dass dieser Boiler eben relativ einen großen Anteil hat, also das ist der Elektroeinsatz hier und man hat effektiv eine Eigenverbrauchserhöhung gemacht über den Elektroeinsatz. Also mit PV-Strom hat man auch versucht, noch den Eigenverbrauch zu erhöhen. Was dann passiert ist effektiv, wir haben das dann Ende Jahr gemerkt, dass dann eben der Gesamtverbrauch angestiegen ist, auch vom Gebäude und wir haben dann das ist dann eigentlich entgegen der Anforderung gewesen von diesem Gebäudestandard. Der Minergie-Gebäudestandard macht ja dann Vorgaben auch für den Verbrauch pro Quadratmeter und dieser Elektroeinsatz hat uns dann hier die Statistik negativ beeinflusst.
Wir haben dann auch darum einen nachteiligen Zähler reingebaut. Man sieht, hier wurde es noch nicht gemessen, da ist einfach im Allgemeinverbrauch versteckt. Wir haben dann einen neuen Zähler reingebaut und konnten das dann eruieren und haben dann gesehen, dass das tatsächlich hier jetzt ein Problem war. Wir haben das dann einfach reduziert und so konnten wir dann die Anforderungen erfüllen. Wichtig ist einfach noch, Strom ist ein wertvolles Gut. Das ist immer so und zwar auch, wenn er selbst produziert wird. Dann ein weiteres Beispiel, das dritte Beispiel hier ist das Areal in Möriken. Hier, das ist jetzt eine ganz große Installation gewesen. Also man hat hier auch einen Zusammenschluss zum Eigenverbrauch gehabt über das ganze Areal. Man hat nur einen Netzanschlusspunkt und der Rest wird privat abgerechnet. Sie sehen hier vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 35 Wohnungen. Die Gebäude wurden nach Minergie P-Eco-Bauweise erstellt. Das ist sozusagen der höchste Standard in der Schweiz. Es ist auch eine Holzmischbauweise nach Swissroothaus-Prinzip. Also beste Gebäudehülle plus eben PV-Anlagen verteilt. Sie sehen das hier auf den Dächern Ost-West ausgerichtet. Dann haben wir auch an den Fassaden diverse Module hier schön integriert. Plus noch an den Terrassenbrüstungen hier ist auch noch PV. Man hat total etwa 160 Kilowatt Peak verteilt auf diese vier Gebäude. Dann gibt es vier Wärmepumpenanlagen mit Erdsonden. Pro Gebäude einfach eine Wärmepumpe. Die Erdsonden sind dann unterhalb dem entsprechenden Gebäude. Man hat dann Natural Cooling, man kann im Sommer also noch kühlen über die Sonden. Und die Wärmepumpe wurde eben auch intelligent eingebunden über Modbus. Das gesamte Areal wurde auch geregelt oder wird immer noch geregelt mit verteilter Intelligenz. Das heißt, jedes Gebäude hat eine separate Steuerung, die kommunizieren aber untereinander, sodass das Gesamtoptimum für das gesamte Areal resultiert. Und da ist eben auch Thermomanagement implementiert. Das heißt, die Gebäude, die werden aktiv als Speicher genutzt, die Raumtemperaturen werden leicht variiert, sodass man eben noch mehr Energie einspeichern kann. Hier auch wieder eine Jahresübersicht mal als Einstieg mit den einzelnen Monaten. Die Farben kennen Sie ja schon. Es ist die gleiche Darstellung wie vorher. Man sieht jetzt hier, dass man auch hier relativ gut optimieren konnte in den Übergangszeiten. Blau hier natürlich dank Optimierung der Wärmepumpe. Im Sommer hat man hier jetzt aber einen relativ großen Überschuss. Sie sehen das grün. Das ist natürlich, weil man massiv PV hat, diese 160 Kilowatt Peak. Und man hätte hier natürlich noch großes Potenzial, um noch weitere Elektromobile zu laden. Es sind nur zwei bis jetzt installiert. Und da ist natürlich noch großes Potenzial zum Ausbau, dass man eben dann auch im Sommer den Strom sinnvoll nutzen kann in der eigenen Überbauung. Und dann hat man noch den Winterfall, den man eben hier auch sieht. Man sieht hier, dass man einen Netzbezug hat. Eine Batterie würde auch gar nichts bringen. Wir haben das diskutiert, aber man sieht sofort auch an dieser Grafik, wir haben hier im Dezember null Überschuss, keinen solaren Überschuss. Also Sie könnten die Batterie gar nie laden, die wäre einfach immer leer. Also es würde gar nichts bringen, es würde die Sache nur unnötig teuer machen, darum haben wir darauf verzichtet. Was aber eine Rolle spielt, ist natürlich die Effizienz des Gebäudes plus natürlich die Wärmepumpe, wie sie betrieben wird. Das hat einen massiven Einfluss auf den Netzbezug im Winter. Insgesamt haben wir hier über die ganze Überbauung gemittelt nur 1200 Kilowattstunden Netzbezug gehabt, Strom pro Person und Jahr. Also das ist ein extrem tiefer Wert, wenn man bedenkt, dass da auch die Wärmepumpe drin ist, das Heizen, Warmwasserproduktion und auch die zwei Elektromobile. Ja, und dann haben wir noch eine zweite Messphase durchgeführt. Das war ja alles im Rahmen eines Pilotprojektes vom Bundesamt für Energie auch unterstützt. Und da haben wir, wollten wir schauen, was bringt jetzt eigentlich die Regelungstechnik. Wir haben drei Gebäude genommen, die absolut identisch sind, auch von Bewohnern her, und haben verschiedene Regelalgorithmen in der Praxis ausgetestet. Gebäude 1, blau, haben wir gar keine Optimierung gemacht, außer dass wir die Warmwasserproduktion einfach fest auf den Tag gelegt haben. Gebäude 2 haben wir eine leichte Optimierung gemacht, das heißt das, was heute Standard ist. Wir haben einfach nur die technischen Speicher im Keller sozusagen genommen für die Optimierung. Das ist der Pufferspeicher und Warmwasserspeicher. Eine leichte Überhöhung gemacht. Und in Gebäude 3 haben wir wirklich vollständiges Thermomanagement gemacht, das komplette Gebäude dann eben optimiert. Mit Raumtemperaturanhebung und Absenkung entsprechend.
Und hier komme ich gleich zu den Resultaten. Die waren wirklich verblüffend. Man sieht hier den monatlichen Steigerungsfaktor hier im solaren Deckungsgrad der Wärmepumpe beim Heizen. Also 1 ist Januar, 12 ist Dezember auf der Jahresverlauf. Und Sie sehen jetzt hier diese Steigerungsfaktoren von etwa Faktor 1,4 bis zu 2,9. Im Sommer hat man natürlich kein Heizen, dann gibt es eine Lücke. Und dann im Herbst wieder entsprechend Steigerungsfaktoren. Also bei dem vollständigen Thermomanagement konnte man wirklich massiv diese Kennzahl steigern. Übers Jahr gemittelt, gewichtet, hat man einen Faktor von 2. Also man kann Faktor 2 solaren Deckungsgrad steigern. Man hat auch einen Faktor 5 von erhöhter Speicherkapazität. Wenn man das jetzt einfach vergleicht, nur mit einem technischen Speicher, kann man etwa 5-mal mehr Energie speichern im Gebäude. Und wichtig auch der letzte Faktor 1, man hat keine Reduktion der Effizienz, weil wir nur einen kleinen Temperaturhub hier gefahren haben und eben auch symmetrisch nach oben und nach unten. Das ist der Unterschied zur konventionellen Lösung, sage ich mal, über Speichermanagement. Da haben Sie weniger Steigerungsfaktor, Sie können weniger Eigenverbrauch steigern, weil Sie weniger Speicherkapazität haben und es gibt auch eine leichte Effizienzreduktion, weil eben einseitig die Temperatur erhöht wird. Dann natürlich immer die Frage nach dem Komfort. Ja, wenn wir jetzt an der Raumtemperatur schrauben, was hat das für einen Einfluss auf den Komfort? Ich muss dazu sagen, wir haben so maximal 1 Grad nach oben, nach unten gestellt, den Sollwert. Und die Statistik hat das eigentlich dann auch bewiesen. Es gibt wirklich keinen Komfortverlust, trotz Einspeicherung von Energie im Gebäude. Und man kann sogar dank intelligenter Regelung eigentlich sogar noch eine Komfortsteigerung ermöglichen. Also die Raumtemperaturen werden hier überwacht und dann entsprechend eingegriffen. Und man sieht das auch hier in der Statistik. Grün ist einfach Gebäude als Speicher. Man sieht hier eigentlich immer die tiefsten Raumtemperaturschwankungen. Ja, und jetzt komme ich eigentlich schon. David? Jetzt ist gerade noch eine Frage aufgetaucht, die würde hier gut passen, wo du ja die verschiedenen Speichermöglichkeiten auch verglichen hast von Jan Schollmeier. Und er hat gefragt, in welchem Maße jetzt die Wärmeverluste erhöht werden durch die zusätzliche Nutzung des Boilers. Ob es da hohe Wärmeverluste gibt, beispielsweise, wenn die Wärmeerzeugung dann nicht sofort genutzt wird. Also das ist natürlich eine gute Frage. Prinzipiell gibt es immer Verluste, wenn man hier die Temperaturen anhebt in den Speichern. Und das ist eigentlich der Unterschied von der orangen Lösung zur grünen. Bei der orangen Lösung muss man natürlich höhere Temperaturhübe fahren. Also hier fahre ich vielleicht 5 bis 10 Kelvin Temperaturhub nach oben. Und das hat natürlich zwei negative Effekte. Das eine ist die größeren Speicherverluste direkt. Und das zweite, was eigentlich noch mehr ins Gewicht fällt, ist natürlich die tiefere Effizienz der Wärmepumpe. Also die COP, der eben dann abnimmt, weil die Temperatur erhöht wird. Das ist eben der Nachteil bei dieser Lösung Gebäude 2. Wenn man jetzt beim Gebäude 3 fährt, dann ist es so, dass ich eigentlich den Hub vor allem mit dem Gebäude mache. Also da mache ich vielleicht plus minus 1 Grad. Ich habe dann noch 2 Grad Hub. Das spürt die Wärmepumpe kaum im COP. Und mit den Speichern mache ich natürlich auch entsprechend einen kleineren Hub. Es macht hier dann keinen Sinn, den vollen Hub zu fahren. Ich mache dann auch einen kleineren Hub, sodass ich auch das Gebäude bewirtschaften kann. Und dann ist das gesamte System eben viel effizienter und ich habe auch kleinere Verluste. Super, danke für die Antwort. Gut, dann würde ich zum zweiten Teil gehen. Das wäre dann Einbindung von Wärmepumpen. Und da ist jetzt die Grundlage dieses Papier von Energie Schweiz. Das sind die Planungsgrundlagen, die entstanden sind. Sie sehen hier auch den Link. Können Sie mal in aller Ruhe durchlesen. Es ist ein ziemlich langes Dokument. Ich zeige jetzt nur 2, 3 Grafiken, die eigentlich der wichtigste Teil aus diesen Planungsgrundlagen sind. Das eine ist mal das Potenzial, das ist zwar jetzt eine einfache Übersicht jetzt für ein Einfamilienhaus in Massivbauweise, wie viel Energie kann man etwa speichern in diesen verschiedenen Speichermassen, die man zur Verfügung hat. Das eine ist mal die Gebäudemasse selber, also sozusagen der Beton, also die Fußbodenheizung. Und da hat man Speicherkapazitäten so bis 60 Kilowattstunden. Das wäre jetzt bei 3 Grad Temperaturanhebung vom Gebäude. Im Vergleich zu einem Warmwasserspeicher, wo man dann etwa 10 bis 20 Kilowattstunden hat, thermische Speichermöglichkeit.
Und dann hat man hier unten noch die elektrischen Speicher, die kann man natürlich nicht direkt vergleichen thermodynamisch, aber ich habe es doch mal gemacht, einfach um die Verhältnisse zu sehen. Wenn Sie ein Elektromobil haben, haben Sie da bis 80 Kilowattstunden, kommt natürlich auf die Größe an des Elektromobils, aber das sind enorm große Speicher, die man hier dann hat, elektrische Speicher. Und dann hat man natürlich auch noch Batteriespeicher, stationäre Batteriespeicher, sogenannte Heimspeicher, als Möglichkeit. Jetzt wichtig ist einfach, wenn man die Kosten betrachtet, hier sind jetzt nur die Zusatzkosten drin, die man eben braucht zusätzlich. Und da ist klar, das Gebäude ist schon da. Es gibt keine Zusatzkosten, das nutzt man einfach. Warmwasserspeicher ist auch da, den brauchen Sie sowieso. Der ist jetzt auch nicht hier speziell vergrößert. Gibt es keine Zusatzkosten. Und natürlich, wenn Sie ein Elektromobil haben, müssen Sie gebäudeseitig eine Ladestation installieren. Und beim Batteriespeicher haben Sie entsprechende Kosten hier. Die sind dann noch wesentlich höher. Wichtig ist natürlich auch die Lebensdauer, Anzahl Ladezyklen. Das ist im Gebäude und thermischen Speicher eigentlich praktisch beliebig. Und bei den Batteriespeichern ist das natürlich begrenzt, diese Ladezyklen. Je nach Technologie gibt es da eine endliche Lebensdauer. Dann die solaren Deckungsgrade sind da auch eingeflossen. Das ist jetzt eigentlich Erfahrung aus allen diesen Installationen zusammengefasst in einer Grafik. Kurz gesagt, man sieht hier auch unten eigentlich die höchste Optimierung, eben wenn man die Gebäudemasse als Speicher nutzt, also automatische Optimierung mit Gebäudemasse als Speicher. Da sieht man jetzt eben wieder diesen Steigerungsfaktor von 2 im solaren Deckungsgrad, den wir vorher schon bei Möhrichen gesehen haben. Das ist einfach das Maximum, das man sozusagen rausholen kann. Dann, wie geht die Einbindung? Hier mal ein Schema, ein Hydraulikschema, noch mit der Elektrik kombiniert, links mit PV. Wir haben also die Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Pufferspeicher und Wärmeabgabe im Gebäude. Mit den Pfeilen angedeutet ist einfach die Temperatur, die man anheben oder absenken kann für die PV-Optimierung. Und man hat jetzt hier ein gezieltes Speichermanagement zur thermischen Speicherung von überschüssigem Strom. Einerseits eben in den technischen Speichern hier und andererseits eben auch im Gebäude. Das ist natürlich optional, das kann man dazu nehmen. Wenn man das macht, muss man eine Raumtemperaturüberwachung haben. Das ist auch hier eingezeichnet, dieser Raumfühler. Der ist dann zwingend notwendig. Das wird dann zurückgeführt hier in eine Logik. Das ist eigentlich hier der Energiemanager, der dann eben auch diese regelungstechnische Einbindung des PV-Stroms macht. Dann etwas Wichtiges, die sogenannte Taganhebung. Wir sehen jetzt hier Temperaturverläufe dargestellt über den Tagesverlauf. Beispielhaft oben die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe, unten die Außentemperatur. Und früher hat man ja Nachtabsenkung gemacht in Gebäuden zur Verbrauchsreduktion. Das ist heute eigentlich nicht mehr notwendig bei modernen, gut gedämmten Gebäuden. Heute macht man eigentlich eher eine Taganhebung. Das ist das, was wir hier in diesen Planungsgrundlagen eben empfehlen. Und das sieht man hier in einem Beispiel. Ich kann ganz einfach, zum Beispiel um 10 Uhr am Morgen, Vormittag, kann ich die Wärmepumpe leicht anheben, die Vorlauftemperatur und die Speichertemperatur leicht anheben, war dann tagsüber leicht angehoben und am Abend, zum Beispiel um 20 Uhr, senkt man das einfach wieder ab. Dann habe ich zwei Nutzen auf einen Streich. Einerseits kann ich den Eigenverbrauch erhöhen und andererseits habe ich bei Luftwärmepumpen noch eine Effizienzsteigerung, weil ich eine höhere Außentemperatur habe in diesem Zeitbereich. Diese Anhebung kann ich natürlich fix machen. Das ist einfach, so wie jetzt, einfach fest programmiert an der Wärmepumpe. Oder ich kann es eben auch intelligent variabel machen, je nach PV-Überschuss. Dann das Zweite, was wichtig ist, dass man das Warmwasser am Tag produziert. Das ist klar, möglichst mit Solarstrom. Hier sieht man jetzt auch wieder oben Temperaturverlauf des Warmwassers im Speicher und hier unten noch die elektrische Leistungsaufnahme von Wärmepumpe und allenfalls Elektroeinsatz. Die Anhebung kann man auch wieder nach festem Zeitprogramm machen, also nach festen Zeiten Warmwasser produzieren oder variabel. Und optional kann man jetzt eben auch den Elektroeinsatz noch dazu nehmen, aber eben nur, wenn die Wärmepumpe die notwendige Temperatur nicht erreicht. Das ist mal hier der Fall. Also hier würde die Wärmepumpe von sich aus schon 60 Grad erreichen. Das ist eigentlich auch hygienisch notwendig, dass ich diese 60 Grad erreiche. Wenn das die Wärmepumpe schon schafft, brauche ich eigentlich keinen Elektroeinsatz mehr. B, wenn ich dann doch einen Elektroeinsatz haben möchte, muss der sicher mit 100% Solarstrom betrieben werden. Wichtig auch, wenn der Elektroeinsatz verwendet wird, sollte der
unbedingt zeitlich nach der Wärmepumpe freigeschaltet werden. Also so wie hier dargestellt. Zuerst kommt die Wärmepumpe zum Zug, die macht eben sehr effizient Warmwasser und nachher erst Elektroeinsatz. Das Problem ist, der Elektroeinsatz erzielt dreimal mehr Strom für die gleiche Menge Warmwasser und sollte auf jeden Fall nicht vorgeschaltet werden. Ich sage immer, am besten ganz auf den Elektroeinsatz verzichten, denn eigentlich verschwendet er nur unnötige Energie. Man sieht das dann auch am Schluss in der Wirtschaftlichkeitsanalyse, es ist eigentlich ein negativer Effekt am Schluss, am Ende des Jahres. Es gibt eine Ausnahme, das gibt es in Deutschland schon, dass man Wechselrichter abregelt. Dann könnte man allenfalls auf den Elektroeinsatz gehen, wenn man wirklich massiven Überschuss hat fürs Peak Shaving, anstatt Wechselrichter abregeln, dann den Elektroeinsatz aktivieren. Gut, dann käme ich eigentlich zum Teil 3 und jetzt geht es um die Umsetzung in Polisan. Ich gehe jetzt einfach hier auf die wichtigsten Dinge ein, auf diese Vorlagen. Später werden die dann noch von Hanna Gäbelein im Detail angeschaut mit Ihnen zusammen. Ich gehe jetzt einfach mal auf die grundsätzlichen Dinge ein in diesen Vorlagen. Das ist eben alles aus der Praxis entstanden, aus diesen Installationen, aus diesen Planungsgrundlagen heraus. Sie sehen jetzt auf dieser Folie mal das Modell, das sieht eigentlich immer gleich aus. Wir haben hier eine Wärmepumpe, hier ist es eine Luftwärmepumpe, die kann taktend sein oder modulierend. Wir haben dann den Pufferspeicher hier jetzt parallel eingebunden für das Heizen. Wir haben hier das Wärmeabgabesystem über Fußbodenheizung, ganz wichtig auch dieses Mischventil, das man hier runterregeln kann, wenn man den Pufferspeicher überhöht. Und wir haben noch den Bauchwarmwasserspeicher hier oben mit der Zapfstelle für das Bauchwarmwasser. Optional eben noch dieser Heizstab. Dann haben wir hier das Gebäude, das ist jetzt ein Niedrigenergiegebäude, da hinterlegt ein Einfamilienhaus, das kann man natürlich ändern, man kann auch Mehrfamilienhäuser hinterlegen. Dann haben wir noch Haushaltsstrom, ein Profil hinterlegt. Wir haben natürlich eine PV-Anlage hier drin und das Stromnetz noch zusätzlich. Wichtig, was haben wir jetzt eigentlich speziell gemacht in diesen Vorlagen? Es sind jetzt alles spezielle programmierbare Steuerungen drin. Die sind auch schon programmiert, jetzt einfach auf verschiedenen Stufen. Also alle diese Vorlagen sehen eigentlich optisch gleich aus, aber einfach die Intelligenz oder die Programmierung hier in diesen Steuerungen, die variiert. Es gibt eine Steuerung für das Heizen, also die steuert die Wärmepumpe im Heizmodus. Da gibt es eine Steuerung für Brauchwarmwasser, die steuert normalerweise die Wärmepumpe. Und dann haben wir noch eine programmierbare Steuerung für die Heizung, also für dieses Mischventil hier und für das Gebäude. Ja, und jetzt gehe ich eigentlich durch diese verschiedenen Optimierungsstufen mit Ihnen zusammen. Das eine ist mal System ohne Optimierung. Hier sehen Sie das vereinfachte Schema. Wir haben die Wärmepumpe mit den Speichern hier, Pufferwarmwasserspeicher und dann das Gebäude. Hier gibt es überhaupt keine Kombination, also regelungstechnische Verknüpfung zwischen PV-Anlage und Wärmepumpe. Das läuft einfach unabhängig voneinander. Und ich zeige Ihnen jetzt beispielhaft immer die Simulation für eine Woche. Ich habe jetzt hier mal einfach eine Beispielwoche, die Woche 12 rausgesucht, März, und das mit Polisan simuliert. Hier ist jetzt eben die Variante ohne Optimierung und man sieht eigentlich auf den ersten Blick, wie die Produktion, das ist die grüne Kurve, das ist die PV-Produktion und die blaue Kurve hier, das ist die Wärmepumpe, wie die, das ist eine taktende Wärmepumpe, die schaltet, wie die eben verschoben sind. Also die Wärmepumpe, die läuft einfach zufällig irgendwie nach Bedarf und die PV-Anlage produziert, das ist zeitlich eigentlich völlig verschoben, es ist ja auch nichts optimiert. Was man auch hier sieht, ist die Nachtabsenkung. Man sieht hier, wenn Sie das genau anschauen, diese gestrichelte Kurve, das ist der Sollwert der Raumtemperatur, wird in der Nacht hier leicht abgesenkt, dann am Morgen früh wieder angehoben. Der Istwert sehen Sie auch, wie der leicht nach unten geht, wieder nach oben. Und das ist eben eigentlich schlecht für die Effizienz. Man sieht es hier an diesem Beispiel, da habe ich genau morgen früh habe ich hier einen Anstieg der Temperatur. Die Wärmepumpe muss hier arbeiten, das ist außerhalb der PV-Produktionszeiten. Und bei Luftwärmepumpen eben noch mit tiefer Außentemperatur. Das ist eben nicht effizient, das möchten wir nicht. Jetzt als zweite Stufe haben wir gesagt, wir machen einfach noch eine Batterie dazu. Also es ist immer noch ohne regelungstechnische Verknüpfung zwischen PV und Wärmepumpe. Jetzt einfach mal eine Batterie noch reingestellt, schauen, was passiert.
Hier haben wir dann die Batterie reingenommen. Die ist jetzt mit 4 Kilowattstunden relativ klein dimensioniert. Man kann natürlich auch größere Batterien reinnehmen. Das Resultat hier kurz zusammengefasst. Das ist immer das gleiche Beispiel Woche. Hier sieht man jetzt noch eine zusätzliche Kurve hier. Das ist die pinke Kurve hier. Das ist der SOC, also der Ladestand der Batterie. Man sieht ja sofort, wie die eigentlich immer um die Mittagszeit voll ist hier, die Batterie. Die wird mit Überschuss gefüllt. Und abends wird sie dann eben sehr schnell entladen. Hier sieht man dann eben die Entladung am Abend. Und was dann eben das Problem ist hier, sobald die Wärmepumpe kommt, hier sehen Sie, dass die Batterie eigentlich sofort geleert wird. Und das ist das, was man auch in realen Installationen eben häufig sieht. Also die Batterie ist dann effektiv so leer und kann eigentlich nur wenig puffen. Natürlich könnte man jetzt einfach eine größere Batterie nehmen, da könnte man das Problem entschärfen, aber man sieht hier, dass man eben auch über längere Zeiten manchmal Schlechtwetterphasen hat. Hier hat man 2 Tage mit fast ohne PV-Produktion. Man sieht hier schwarz übrigens, das ist der Stromverbrauch der restlichen Verbraucher im Haus. Das ist größer als die Produktion, also man hat null Überschuss. Und da wird die Batterie effektiv auch nicht geladen, es ist einfach immer leer. Und auch das beobachtet man eben häufig in realen Systemen. Ja, und jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Jetzt haben die Batterie wieder rausgenommen, aber wir machen jetzt eine sogenannte Taganhebung, also das, was ich Ihnen vorher erklärt habe, und zwar ganz einfach. Ich brauche hier jetzt gar keinen Energiemanager dazu, sondern nur, ich mache nur 2 Dinge. Das eine ist, ich baue programmierbare Thermostate ein. Sie sehen hier oben so 2 Bilder. Das eine ist ein Heizkörper, das andere ist ein Raumthermostat. Da kann man jetzt eben ein Programm hinterlegen. Ich kann eine Taganhebung hinterlegen. Und das andere ist, dass ich beim Wärmepumpenregler auch eine Anhebung programmiere. Das führt dann dazu, dass der Pufferspeicher hier fest zu festen Zeiten einfach angehoben wird, tagsüber. Und hier das Gebäude eben auch zu einem gewissen Grad angehoben wird. Was resultiert daraus? Hier ist wieder die Beispielwoche, dieselbe, und Sie sehen sofort auf den ersten Blick, jetzt hat man eigentlich eine massive Optimierung. Man sieht, dass man jetzt wirklich Produktion und Verbrauch hier zeitlich sehr gut übereinander bringt. An diesen guten Tagen hier ist es wirklich perfekt. Man hat das natürlich auch so eingestellt, dass diese Taganhebung zeitlich auch mit der Produktion übereinstimmt. Das geht nicht ganz ohne Justierung, das ist klar, muss man auch in realen Häusern dann effektiv justieren. Aber man sieht natürlich auch, dass man dann an schlechten Tagen dann eben halt trotzdem diesen hohen Verbrauch hat hier in der Wärmepumpe. Das ist ja einfach ein fixes Programm, das hat jetzt keine Intelligenz. Ja, und jetzt kommt die nächste Stufe. Jetzt kommen wir langsam zu den intelligenteren Lösungen mit Energiemanager. Hier ist jetzt mal, sage ich mal, die heutige Standardlösung über die Ask-Ready-Schnittstelle. Man hat hier einen Energiemanager, man hat diese 2 Klemmen typischerweise, das sind einfach 2 Eingänge bei der Wärmepumpe, über die kann man die Wärmepumpe ansteuern. Und was man macht, man macht eine Speicheranhebung, und zwar Pufferspeicher kann man stufenweise anheben und auch den Warmwasserspeicher kann man stufenweise anheben bei PV-Überschuss. Hier ist dann eben zwingend notwendig dieses Mischventil, damit es keine Überhitzung des Gebäudes gibt, weil das ist ja hier nicht geregelt. Es wird dann einfach runtergemischt, heißt aber auch, dass das Gebäude hier eigentlich gar nicht aktiv beeinflusst wird. Randbedingungen, die Wärmepumpe muss natürlich so eine Option haben, das muss dieses Label drauf haben, das ist eigentlich heute für alle Geräte verfügbar und ein Energiemanager ist wirklich empfohlen. Hier noch ganz kurz die Ask-Ready-Definition für diejenigen, die es nicht kennen. Sie können das auch hier unten nachschauen. Das ist vom Bundesamt für Wärmepumpen Deutschland, wurde das 2013 definiert. Das sind einfach diese 4 Schaltzustände, Betriebszustände, die man haben kann, je nach Klemmen, wie die angesteuert werden. Der unterste ist eben gesperrt, dann haben wir freigegeben, Wunsch, das ist einfach erhöhte Temperatur, und dann noch Zwang. Wobei eine Zwangseinschaltung bei Wärmepumpen nur bedingt möglich ist. Ja, und jetzt haben wir hier die Simulationsresultate für diese Schaltung mit klassischer Ask-Ready-Regelung und Speicherüberhöhung. Und wir sehen hier eigentlich, dass eben bei höherer PV-Produktion der Pufferspeicher überhöht wird. Also das sehen wir zum Beispiel hier. Da haben wir viel PV. Der Pufferspeicher ist hier die
violette, dünne Kurve da. Das sehen Sie, dass das Niveau jetzt hier erhöht ist gegenüber den Tagen hier. Und so kann man etwas Energie in diesen Pufferspeicher einspeichern. Die Abstimmung ist allerdings beschränkt, weil die Speicherkapazität eben beschränkt ist. Und man sieht, dass häufig der Speicher am Abend leer ist. Zum Beispiel hier sehen Sie, ist der Speicher tagsüber voll geladen. Und am Abend, sobald dann eben die Heizung mehr Bedarf hat, leert sich der Speicher eigentlich sofort. Das ist einfach, weil die Speicher halt relativ klein sind im Vergleich zum Gebäude. Und natürlich die Warmwasserproduktion, die macht man dann auch tagsüber. Ja, und dann kommen noch die SG-Ready-Schnittstelle mit Batterie. Also wenn man jetzt einfach mal geschaut, was passiert, wenn man jetzt noch eine Batterie dazu stellt. Der Rest ist eigentlich gleich wie vorher. Und jetzt sieht man eigentlich hier den Effekt, also man hat wieder das Laden der Batterie hier, pink. Auch wieder zu Mittagszeiten ist die Batterie voll, es ist immer noch die gleiche Batterie wie vorher. Der Unterschied ist einfach, dass ich hier am Abend weniger Entladung habe. Sie sehen, die Batterie wird zwar entladen, aber das ist durch den normalen Haushaltsstrom, nicht durch die Wärmepumpe. Das ist der Vorteil, weil ich die Wärmepumpe jetzt hier optimiert habe. Die läuft eigentlich hier jetzt nur am Tag. Gibt es am Abend hier kein zusätzliches Entladen der Batterie mehr durch die Wärmepumpe. Aber es ist klar, auch hier reicht es nicht für 100% Autarkie, bei Weitem nicht. Also hier bei diesen schlechten Tagen ist die Batterie auch einfach leer. Die kann hier auch nichts tun. Dann hat man noch den Elektroheizstab. Hier ist er jetzt im Warmwasser drin. Nur, also nicht im Pufferspeicher, nur im Bauchwarmwasser. Und er ist auch optimal eingebunden nach unseren Planungsgrundlagen. Also der wird nur nach der Wärmepumpe aktiviert, nachher mit einem Zeitprogramm. Hier sieht man dann das Resultat. Ich gehe gerade auf die speziellen Dinge ein. Man sieht hier jetzt die Speichertemperatur. Die wird jetzt eben hier massiv erhöht, wenn der Elektroeinsatz kommt. Der Elektroeinsatz ist hier das Dunkelgraue hier, der wird ganz kurz eingeschaltet. Sie sehen, dass zuerst eben die Wärmepumpe das Warmwasser macht und nachher der Elektroeinsatz. Und der führt dann dazu, dass die Temperatur noch zusätzlich überhöht wird auf diese 70 Grad. Das passiert jetzt in diesem Fall zweimal in dieser Woche. Es ist aber so, dass wenn man das übers Jahr dann anschaut, dass das eigentlich gar nichts bringt. Außer zusätzlichen Verlusten. Das ist eigentlich das Problem. Also wir haben dann 70 Grad, wir können auch noch höher gehen. Je höher wir gehen, desto schlimmer sind die Verluste. Irgendwann haben wir dann auch Verkalkungsprobleme und das Ganze bringt eigentlich gar nichts. Ich kann Ihnen das auch hier mal zeigen. An diesem Beispiel, man sieht es jetzt gerade hier. Es wäre ja schön, wenn ich diesen schlechten Tag hier überbrücken könnte. Das ist ja auch die Idee, oder? Man geht auf hohe Temperaturen, um zu überbrücken. Man sieht aber, dass das hier einen großen Verbrauch hat, das ist halt einfach der Bedarf im Gebäude, Warmwasserbedarf, das geht dann hier runter und man sieht, dass man jetzt hier schon am Minimum ist. Wir haben hier bei 45 Grad ein Hygieneminimum eingeschaltet und hier muss dann die Wärmepumpe wieder Warmwasser produzieren und das ist dann dummerweise gerade bevor die nächste PV-Produktion startet. Das ist nur ein Zufallbeispiel hier, aber solche Effekte sieht man eben häufig. Wenn man das über ein Jahr anschaut, sieht man da eben häufig, dass das eigentlich am schlussendlich gar nicht viel bringt. Hier noch in Kasten eine kurze Überlegung zur Wirtschaftlichkeit. Also bei heutigen Strompreisen in der Schweiz, wenn ich einen Elektroeinsatz am Tag laufen lasse, kostet mich das gerade etwa gleich viel wie eine Wärmepumpe nachts, weil es ist gerade etwa ein Faktor 3 zwischen Einspeise- und Bezugspreisen und das wird gerade kompensiert mit der Effizienz der Wärmepumpe, die einmal dreimal höher ist. Ja, und jetzt komme ich noch zum Flaggschiff, das ist dann eigentlich die invertergesteuerte Wärmepumpe hier. Sie sehen jetzt hier, steht noch Modbus, das heißt, wir haben noch eine intelligente Schnittstelle. Das brauchen wir natürlich auch, dass wir die variabel ansteuern können. Und die Wärmepumpe ist Drehzahl geregelt, wir können auch die Drehzahl beeinflussen. Zusätzlich haben wir gebäudeseitig eben noch ein aktives Thermomanagement, sprich wir haben jetzt hier einen Raumtemperaturregler, es kann ein KNX sein oder es gibt auch andere Bussysteme. Wichtig einfach, der muss eine Verbindung haben zum Energiemanager und der Energiemanager, der beeinflusst jetzt eben die Solltemperatur im Gebäude und er überwacht auch die Temperatur, also es ist bidirektional auf beide Seiten, so dass das Gebäude optimal eben mitgenommen werden kann. Ja, und was kommt da raus?
Das ist wieder die gleiche Beispielwoche. Man sieht es hier. Man hat eigentlich hier ein sehr gutes Matching zwischen PV und Wärmepumpen. Sie sehen hier an diesen Tagen, hier passt das sehr gut zusammen. Man kann auch relativ viel Energie einspeichern, eben im Gebäude. Das sieht man dann vor allem bei den Auswertungen. Man hat auch längere Laufzeiten tags, höhere Leistung vor allem. Hier ist also hier, wo die Leistungsaufnahme eigentlich produktionsgesteuert überhöht. Und man sieht auch, wie man dann eben die Raumtemperatur hier leicht anhebt. Das ist nur ein Grad, auch in der Simulation, leicht anhebt und dann eben Energie im Gebäude speichern kann. Man sieht das hier eben, dass diese Energie relativ lang gespeichert werden kann. Es ist nur ein kleiner Hub, aber der hält lange hin, hier bis zum nächsten Tag. Also man kann wirklich eine ganze Nacht überbrücken. Sie sehen das da eigentlich praktisch an jedem Tag. Natürlich für längere Tage reicht es dann auch nicht ganz, das sieht man hier. Also wenn Sie jetzt längere Schlechtwetterperiode haben, dann muss die Wärmepumpe dann auch außerhalb der Produktionszeiten laufen. Aber das ist eben auch der Vorteil von Inverterwärmepumpen, die kann dann auf tiefem Niveau laufen. Also hier ist es die Drehzahl wirklich stark reduziert. Ja, und jetzt würde ich eigentlich schon zur statistischen Auswertung kommen. Also wir haben jetzt mal unsere Vorlagen genommen, in ein Projekt reinkopiert und einfach mal das verglichen, die verschiedenen Varianten. Das ist jetzt also, natürlich könnten Sie die Einstellungen noch optimieren, Sie könnten sicher noch mehr rausholen. Das können Sie gerne dann auch tun, wenn Sie die Vorlagen selbst verwenden. Aber wir haben einfach mal die so genommen, wie sie sind und das mal verglichen. Und jetzt sieht man hier, das ist ein Variantenvergleich mit Polisan erstellt. Jeweils die monatlichen Eigenverbrauchswerte. Und zwar ist es das energetisch betrachtet, also Kilowattstunden Eigenverbrauch. Das ist ja immer dasselbe Gebäude, dieselbe Anlage, darum kann man das direkt vergleichen. Es sind auch die verschiedenen Regelalgorithmen aufgezeichnet, die verschiedenen Varianten. Jetzt sieht man da Standard ohne Optimierung, das sind die grünen Werte hier, die grünen Balken, die sind also wirklich die tiefsten. Das sieht man also. Wenn man gar nichts macht, hat man den wenigsten Eigenverbrauch. Dann die Taganhebung, das ist schwarz, da sieht man eigentlich sehr gut, wie die eigentlich viel bringt. Das ist eine sehr einfache Methode, die bringt eine große Erhöhung des Eigenverbrauchs. Und was eigentlich interessant ist, in den Übergangszeiten im Winter bringt das sogar wesentlich mehr als eine Batterie. Sie sehen hier gelb, das ist die Batterie, die hat einen wesentlich tieferen Eigenverbrauch hier im Januar als die Taganhebung. Auch Februar, März bis April. Also in diesen Winterübergangszeiten ist das effektiver. Und was man auch sieht, im Sommer kehrt es dann um, da ist dann die ESG-Regelung mit Batterie dann im Vorteil. Das sind die roten. Ja, und jetzt kommt der Netzbezug und für mich ist das eigentlich die wichtigste Kennzahl, weil wir haben jetzt diese Diskussionen bezüglich Winterstromlücke. Und wir müssen vor allem im Winter das Problem lösen. Wir müssen wirklich im Winter den Netzbezug reduzieren. Darum ist das eigentlich das Wichtigste hier, diese Balken. Und man sieht jetzt hier auch wieder Standard ohne Optimierung. Grün hat den höchsten Netzbezug im Winter. Dann hat man die Batterie, die eben gar nicht viel bringt. Ist auch weiter nicht erstaunlich, weil die im Winter eben fast immer leer ist, auch in realen Gebäuden. Die hat gar keine Chance zum Laden, weil es keinen großen Überschuss gibt. Also auch hier ist nur unwesentliche Reduktion möglich. Und dann alle Varianten, wo man das Gebäude eben als Speicher nutzt, die haben dann einen tieferen Netzbezug. Hier schwarz, grau und violett, das sind eigentlich diejenigen hier, die Sie jetzt hier betrachten müssen, die haben dann einen tieferen Netzbezug, einfach weil man das Gebäude nutzt als Speicher. Dann die Anlagenaufwandszahl, eben die Effizienz, das ist auch sehr wichtig, dass man die anschaut. Und hier sieht man auch sofort, also tiefe Werte sind gut hier, oder? Tiefe Anlagenaufwandszahl heißt hohe Effizienz. Man sieht hier, dass man eigentlich die tiefste Effizienz auch wieder mit Standardsystemen hat. Grün hier und auch Batterien haben eine schlechte Effizienz, weil einfach die Verluste noch da sind. Ja, und in den Wintermonaten, was ist am besten? Ganz klar Gebäude als Speicher. Man sieht das hier auch wieder schwarz, grau und violett. Das sind die drei mit Gebäude als Speicher. Die haben hier weitaus die höchste Effizienz. Ja, und jetzt kommt noch die Wirtschaftlichkeitsanalyse.
Was haben wir da überhaupt gemacht? Eigentlich ist das eine Kombination von allen Kennzahlen, die Sie vorher gesehen haben. Und zwar noch gewichtet mit den Strompreisen. Ich habe auch mal die aktuellen Strompreise in der Schweiz von mir jetzt zu Hause eingesetzt. Das ist natürlich momentan stark variierend. Und bei diesem Vergleich einfach mal die Zusatzkosten angeschaut. Die sind hier vertikal aufgetragen. Das sind jetzt hier Schweizer Franken. Das sind auch die Investitionskosten, von denen Sie sehen. Also die zusätzliche Investition, die Sie brauchen für die Regelung oder allenfalls für eine Batterie. Und nun geht es darum, wie schnell sich diese Zusatzkosten über die Einsparung der Stromkosten dann eben amortisieren lassen. Das ist dann dieser zeitliche Verlauf hier. Alle anderen Komponenten, PV-Anlage, Wärmepumpe, thermischer Speicher und auch der Elektroeinsatz werden als schon vorhanden angenommen, sind darum hier jetzt nicht noch speziell in der Analyse drin. Ja, und jetzt, was kommt raus, das Resultat? Man sieht hier eigentlich sofort auf den ersten Blick, dass die Batterien einen großen Nachteil haben. Unten, das sind die beiden Kurven, grün und blau, weil die natürlich sehr hohe Investitionskosten haben. Und das holen sie nie raus. Also hier sind jetzt 20 Jahre drin, das holen sie nie raus, diese hohen Investitionskosten. Dann haben wir das mal weggenommen, die Batterien. Jetzt schiebt man auf die restlichen Kurven ohne Batterien. Und hier gibt es jetzt immer noch deutliche Unterschiede. Ich beginne mal mit dem besten Fall hier, das ist diese rote Kurve. Das ist eigentlich die Inverterwärmepumpe mit Thermomanagement. Und da sieht man, dass man nach 20 Jahren hier oben klar am besten ist. Dann hat man eine einfache Variante mit der SG Ready, die hat etwa so Amortisationszeiten von 10 Jahren. Das ist diese rote Kurve, die Sie hier sehen. Sie sehen, der schneidet hier etwa bei 10 Jahren. Das Referenz ist einfach schwarz, das ist einfach der Standardfall. Hier haben wir also etwa 10 Jahre Amortisationszeit von dieser einfachen Steuerung. Und dann noch die feste Taganhebung, das ist eigentlich noch einfacher, da brauche ich gar keine Steuerung. Da habe ich sogar noch eine tiefere Amortisationszeit, das ist diese grüne Kurve. Warum ist das? Ich habe hier nur sehr tiefe Investitionskosten. David, vielleicht ganz kurz, der Herr Töben möchte nochmals den Begriff Taganhebung erklärt haben. Er fragt explizit, ob da auch das Gebäude sozusagen überheizt wird. Kannst du das nochmals erläutern für alle, dass das nochmals klar ist? Ja, ich mache das gern. Ich möchte aber noch schnell das fertig diskutieren, dass wir uns da verlieren. Aber ich werde gleich auf die Taganhebung zurückkommen. Wichtig ist vielleicht noch hier diese gelbe Kurve, weil das ist der Heizstab und das ist ja heute so ein bisschen der Trend, dass man dann die Heizstäbe einfach benutzt, um PV-Überschuss zu vernichten. Und da sieht man jetzt hier deutlich in dieser Wirtschaftlichkeit, dass das eigentlich immer einen negativen Einfluss hat. Die Begründung ist auch ganz einfach. Ich habe einfach einen zusätzlichen Verbrauch. Der braucht einfach dreimal mehr Energie als die Wärmepumpe. Und es spielt eigentlich keine Rolle, ob das Solarstrom ist oder Netzstrom. Es ist einfach nicht wirtschaftlich. Also das ist noch eine wichtige Aussage, die man jetzt eben auch noch sieht. Ja, und jetzt nochmals zur Taganhebung. Jetzt muss ich da vielleicht schnell zurückgehen zu dieser Kurve. Jetzt nochmal die Frage war, also die Frage war, ja genau, die Frage war nach dem Begriff der Taganhebung, ob da auch eben das Thermomanagement des Gebäudes eingeschlossen ist, dass man das Gebäude, Herr Töben hat gesagt, überheizt. Kannst du das nochmals präzisieren? Ja. Genau, also eigentlich sind es immer zwei Dinge. Oder das eine ist, dass man den Pufferspeicher anhebt. Also ich kann den Pufferspeicher zum Beispiel um 5 Kelvin anheben. Das kann ich entweder nach festem Programm machen oder variabel. Und dann habe ich die Möglichkeit, noch zusätzlich das Gebäude anzuheben. Also das Gebäude würde ich dann vielleicht 1 Kelvin oder höchstens 2 Kelvin anheben. Und das kann man zu den gleichen Zeitpunkten machen wie hier, oder? Dass ich gleichzeitig den Speicher überhöhe und das Gebäude mit festem Programm oder ich kann es eben auch variabel machen. Aber es ist immer beides gemeint, also Taganhebung ist immer gemeint, Speicher und Gebäude. Es kommt jetzt halt einfach auf die Einbindung an, ob es möglich ist, das Gebäude mitzunehmen oder nicht. Okay, ich glaube, damit sollte es klar sein und sonst einfach nochmals in den Fragen melden. Danke, David. Genau, jetzt springe ich da wieder zu den
Folien, da haben wir fertig diskutiert. Ja, dann käme ich eigentlich schon zu den Schlussfolgerungen und Empfehlungen. Also mal wichtig ist, dass diese vorgestellten Regelstrategien sich wirklich auch in der Praxis bewährt haben. Also wir haben eigentlich nur das reingenommen jetzt in die Vorlagen, die wirklich auch sinnvoll sind. Und man kann wirklich auch sagen, Simulation und Realität stimmt sehr gut überein. Wir haben da ganz ähnliche Beobachtungen gemacht, eben auch bei realen Installationen. Was auch wichtig ist, dank Simulation kann man die optimalen Einstellungen vorgängig finden, zum Beispiel diese Zeitprogramme oder auch die Höhe der Anhebung. Man kann auch ein bisschen spielen mit den Parametern, weil das ist im Gebäude schwierig. Da hat's meistens haben sie keine Zeit, das pressiert. Und da kann man eben Simulationen dann gut verwenden. Dann das Thermomanagement bringt zusätzliche Effizienz, haben wir gesehen. Und meine Meinung ist klar, Elektroeinsätze möglichst vermeiden, außer in speziellen Ausnahmefällen, die haben wir ja kurz angetönt. Und was auch klar ist, ist thermische Speicherung im Gebäude viel günstiger ist als Batterien, mindestens mit den heutigen Batteriepreisen. Und was ich auch sagen muss, das ist jetzt natürlich eine Bemerkung zur Praxis, dass diese Einbindung in Zukunft noch einfacher werden wird. Also heute ist immer noch das Problem der Schnittstellen, vor allem wenn man dann intelligentere Einbindung hat über Modbus und so weiter, ist das dann immer noch mit gewissem Aufwand verbunden, herstellerseitig. Und da soll es jetzt eben auch Standardisierung geben in Zukunft, dass das viel einfacher geht. Und dann wünschen wir Ihnen natürlich viel Spaß dann beim eigenen Projekt. Also verwenden Sie die Vorlagen, spielen Sie damit. Das ist wirklich die Idee. Wichtig ist auch, wenn Sie jetzt diese Vorlagen verwenden, eigene Projekte machen, dass Sie immer die Regler auch wieder optimieren. Also haben Sie nicht die Illusion, dass Sie jetzt einfach da alles reinziehen können in Ihr Projekt und dann läuft das gerade optimal, sondern die Regler, das sind einfach die Algorithmen, die Sie jetzt haben. Aber die Parameter, die müssen Sie natürlich selber dann einstellen. Das ist ja auch gerade das Spannende, weil da können Sie sehr viel rausholen. Wenn Sie zum Beispiel die Schwellwerte richtig einstellen und die Freigabezeiten richtig einstellen, da können Sie dann wirklich optimieren. Und wir helfen Ihnen auch gerne dabei, wenn es da Fragen gibt, da können Sie einerseits auf Polizan zukommen oder eben auch auf mich selber. Und zu guter Letzt noch ein Hinweis, Sie werden noch eine Anleitung mitbekommen zu den Unterlagen, wo alles noch detailliert erklärt ist zu diesen Vorlagen, weil mir ist natürlich bewusst, das ist jetzt sehr schnell gegangen und in dieser Anleitung da geht es noch ein bisschen mehr in die Details. Dann von meiner Seite her schon mal besten Dank fürs Zuhören. Ja, ganz herzlichen Dank, David. Also es war sehr interessant. Ich kannte ja die Ergebnisse schon und ich war wieder fasziniert über die Vielzahl der Erkenntnisse. Vielleicht einfach eine Frage zwischendurch. Welche dieser Schlussfolgerungen mit deiner Praxiserfahrung, gab es auch eine, die dich überrascht hat, die du so nicht erwartet hättest? Kannst du das noch etwas einordnen? Also das Thermomanagement, das hat uns eigentlich in der Praxis und auch in der Simulation wirklich sehr positiv überrascht. Das kann ich sagen. Also wir hätten nie gedacht, dass das so viel bringt, wenn man das Gebäude als Speicher verwendet. Und das ist eigentlich schön, dass man das auch in der Simulation sieht. Wir haben auch, es gab natürlich sehr viele Ängste da, gerade in der Praxis, oder? Das geht doch nicht, ihr könnt doch nicht die Raumtemperaturen variieren, da schwitzen die Leute, sie öffnen die Fenster und da gab es wirklich so Schauermärchen und das hat sich alles nicht bewahrheitet. Also das kann man im Griff haben. Das haben wir auch wirklich alles in diesem Areal überwacht und ausgewertet. Das ist wirklich eine sehr gute, günstige Möglichkeit, um Energie zu speichern. Und das ist eben nicht nur für den Eigenverbrauch interessant, sondern eben auch für das Lastmanagement. Man kann ja die Gebäude eben auch als Speicher nutzen, um zum Beispiel das Stromnetz zu entlasten. Also man könnte beispielsweise bei Tieflastphasen dann die Gebäude laden, thermisch, oder? Und dann wieder überbrücken. Also da hätten wir riesen Speichermassen eigentlich fast gratis zur Verfügung. Also genau zu diesem Thema gab es auch durchaus kritische Fragen. Ich denke, das wird dann spannend in der Q&A-Session. Aber dann würde ich eigentlich gerne zum nächsten Referat überleiten. Vielen Dank nochmal, David, an dieser Stelle. Und wir treffen uns ja wieder in der Q&A-Session. Und zwar hat David schon gesagt, viel Spaß bei den Projekten.
weil die Basis oder die Grundlage der Ergebnisse, die David jetzt gezeigt hat, die wurden ja mit Polisan-Vorlagen gemacht und diese Vorlagen, die möchten wir jetzt eben auch Ihnen zur Verfügung stellen. Und hierzu möchte ich gerne meine Kollegin Hanna Gäbelein bitten, dass sie da jetzt eigentlich mit Ihnen gemeinsam einsteigt und ja, sie heranführt an diese neuen Vorlagen. Sehr schön. Dann danke für die Überleitung, Angela. Ich hoffe, meinen Bildschirm kann man jetzt auch sehen. Alles dann möchte gut. Ich dir gerne darauf eingehen, was David Zock uns jetzt ganz wunderbar erzählt hat. Erstens kommen von der Praxisseite anhand von konkreten Beispielen und dann eben auch schon die Ergebnisse, die kennen Sie jetzt schon. Jetzt gucken wir da mal ins Polisan rein. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, haben wir diese Vorlagen, die David und sein Team erstellt haben, auch in Polisan hinterlegt. Das heißt, die sind, wenn Ihr Polisan auf der neuesten Version ist, auch für Sie bereits verfügbar. Und zwar finden Sie die, wenn Sie den Ordner Spezial aufrufen. Ich hoffe, dass man meine Maus hier sehen kann. Also der befindet sich hier. Den sollten Sie alle haben. Und dann gibt es dort einen Unterordner, der nennt sich Schweizer Systeme. Und in diesem Unterordner finden Sie dann eben mit dem Firmennamen Smart Energy Engineering genau diese 10 Vorlagen, über die wir heute gesprochen haben. Das heißt, die sind auch für Sie verfügbar. Da kleine Anmerkung, wir haben noch den ein oder anderen Optimierungsfall dort entdeckt. Das heißt, die werden auch mit dem nächsten Update nochmal etwas aktualisiert. Daher werden wir Ihnen im Anschluss die Polisan-Datei mit dem neuesten Stand bereits schon mal zukommen lassen, sodass Sie die auch gleich nutzen können. In Zukunft sind Sie auf jeden Fall dann hier und dann auch auf dem richtigen Stand zu finden. Und ich möchte jetzt mich hier an dieser Stelle erstmal relativ kurz halten und Ihnen mal grundsätzlich zeigen, worauf Sie bei der Arbeit dann mit Polisan auch achten müssen, damit Sie da auch die gewünschten Ergebnisse erzielen können. Und da möchte ich mir gerade einmal dieses Template mit der Nummer 5 herausgreifen. Wir haben das schon gesehen, das ist die Wärmepumpe mit der SG-Ready-Regelung und der Speicherüberhöhung. Sie sehen jetzt auch anhand des Namens bereits, das ist im Moment für ein Einfamilienhaus ausgelegt. Das heißt, es gibt hier ganz konkrete Anforderungen, einerseits an das Gebäude in der Realität, aber auch eben an das Gebäude, was wir hier in Polisan verwenden. Und eben die Vorlagen sind jetzt nicht einfach klickweise verwendbar, so wie Sie das vielleicht von anderen Vorlagen in Polisan kennen, sondern wie David Zock das bereits gesagt hat, also man muss die einzelnen Parameter wirklich individuell auch anpassen und optimieren. Und der Hinweis hier zu unserem Gebäudemodell ist da vor allen Dingen, um diesen Effekt hinreichend auch nachweisen zu können, müssen wir dieses Modell verwenden, wo eben das dynamische Gebäude simuliert wird. Sie kennen das vielleicht, dass man den Energiebedarf auch als bekannt vorgeben kann und dann mit einem beispielsweise quasi dynamischen Modell rechnet, dass das führt dann nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Also der erste Hinweis ist, wenn Sie ein Gebäude damit simulieren möchten, dann verwenden Sie bitte dieses dynamische Modell über die Gebäudehülle. Und wählen hier dann die Dimensionen auf der ersten Benutzeroberfläche. Dann gibt es hier in diesen Steuerungen einige, oder in diesen Vorlagen gibt es einige programmierbare Steuerungen, die Sie an bestimmten Stellen ändern müssen und an anderen Stellen besser nicht ändern sollten. Ich fange da mal an, hier am Beispiel dieses Heizungsreglers. Sie sehen das vielleicht gleich auf den ersten Blick. Das ist also eine programmierbare Steuerung, die hier eingesetzt wurde. Und da gibt es jetzt eigentlich für diese Templates eine generelle Faustformel. Es gibt gewisse Hilfsgrößen, die Sie verändern können. Und es gibt das Zeitmanagement, mit dem Sie
sozusagen herumspielen können oder dass Sie auch optimieren können. Was bitte nicht verändert werden sollte, sind die Sensoreingänge, die Steuerausgänge und die Logik in den Betriebszuständen. Wenn Sie dort etwas ändern, dann ändert sich einfach auch die Idee dahinter und dann kann es eben sein, dass Sie die gewünschten Ergebnisse nicht nachweisen können. Hier ist es zum Beispiel so, dass wir in diesem Gebäude den Heizgrenzwert, also wann schaltet unsere Heizung ein, das können Sie anpassen. Das ist aber in der Regel in unserem europäischen Bereich schon ganz gut mit den 15 Grad. Und dann gibt es hier verschiedene Hilfsgrößen, die einfach sich dann auch auf die Sensoren und die Hilfsgrößen beziehen. Das heißt, da muss man dann gar nichts anfassen. Also das sind wie die Vorgaben dafür. Wir haben dann hier eine Hysterese für das Raumthermostat. Das wäre jetzt eben etwas, was auch erläutert worden ist, was man dort gegebenenfalls anpassen könnte, zum Beispiel dann auf eine Temperaturdifferenz von 2 Kelvin. Sie können das hier auch am Beispiel dieser Hilfsgröße sehen. Es ist immer so eine Kurzdokumentation der Logik auch an Ort und Stelle hinterlassen, beispielsweise in den Hilfsgrößen und in den Betriebszuständen, sodass Sie in der Lage sein sollten, das mal grob nachzuvollziehen. Es ist aber durchaus recht komplex, daher eben auch, wenn Sie dort Fragen haben oder mit Ihrem eigenen Projekt starten möchten, dann kommen Sie gerne auf uns zu, dass wir Sie dort weiter unterstützen können. Jetzt, wenn wir diesen Heizungsregler mal schließen, dann gibt es jetzt hier noch zwei programmierbare Steuerungen, die für die Wärmepumpe zuständig sind. Und dabei gibt es jetzt hier vor allen Dingen diese Wärmepumpe Heizen. Das bezieht sich also auf die Beladung dieses Pufferspeichers für das Heizsystem. Und bei der Wärmepumpe ist es so, dass wir hier auch aufgrund des Modells, das wir im Polysand verwenden, einen Schwellwert definieren müssen. Das ist wie erstmal das Wichtigste, was Sie dann auch einstellen müssen. Zum Beispiel, wenn Sie eine größere oder eine kleinere oder auch einfach eine andere Wärmepumpe auswählen, als die, die jetzt hier hinterlegt sind. Das ist in der Hilfsgröße 2, dieser Schwellwert, ist das jetzt einfach genannt. Und den müssen Sie anhand der Kennlinie der Wärmepumpe ermitteln. Das heißt, da ist es sinnvoll, sich einmal mit der Datenbank, mit dem Datenbankeintrag dieser Wärmepumpe auch auseinanderzusetzen, um dann herauszufinden, was ist denn hier sozusagen die minimale Leistung, die meine Wärmepumpe überhaupt braucht. Ansonsten kann man relativ schnell sehen, dass zwar eventuell der Eigenverbrauch steigt, aber gleichzeitig steigt auch der Netzbezug und das ist immer ein guter Indikator dafür, dass meine Steuerung nicht ideal eingestellt wurde. Und es kann eben darauf hindeuten, dass dieser Schwellwert zu niedrig ist. Dann gibt es hier noch verschiedene andere Größen. Wichtig ist hier noch diese Temperaturdifferenz, die auch ich jetzt falschen genannt. Genau, also die Anhebung des Pufferspeichers. Auch das ist eine variable Hilfsgröße. Das heißt, hier mit diesen 10 Kelvin könnte man dann eben auch spielen, dass man eben die Heizkurve um 5 oder um 7 nach oben anhebt. Ist dann je nachdem abhängig, was dort sinnvoll erscheint. Weiterhin haben wir hier noch die Regelung für den oberen Speicher, also für die Brauchwarmwassererzeugung, jetzt auch hier über einen Speicher mit abgedeckt. Und hier sehen Sie jetzt auch, dass es dann drei Betriebszustände gibt. Also es gibt einmal den normalen Fall, das ist einfach an aus dafür, dass wir überhaupt Warmwasser bereiten können und den Komfortkriterien entsprechen. Und es gibt einen Betriebszustand, ein PV-Überschuss. Das ist eben immer dann, wenn wir das, wenn wir PV-Überschuss zur Verfügung haben. Der wird jetzt hier in jedem Zeitschritt dynamisch berechnet aus meinen Resultaten.
Und Sie können jetzt sehen, dass der elektrische Haushaltsverbrauch dann natürlich Vorrang hat. Und daraus wird in der Hilfsgröße eine Bilanz gebildet und das Ergebnis ist dann mein PV-Überschuss. Und auch hier muss ich natürlich darauf achten, dass dieser Schwellwert eingehalten wird. Und jetzt können Sie gleich sehen, das ist hier also ein anderer Wert als in meinem Heizungssystem. Es liegt einfach daran, dass ich natürlich im Trinkwarmwassersystem auch höhere Temperaturen brauche und eine etwas geringere Effizienz erwarten kann. Also respektive meine elektrische Leistung muss höher sein, damit ich auch hier sicherstellen kann, dass ich eben keinen zusätzlichen Netzstrom beziehe. Hier gibt es dann diese Sollwerte, also welche Temperatur soll mein Speichervolumen annehmen bei den unterschiedlichen Zuständen. PV wäre jetzt also wie die Obergrenze. Das heißt, in dem Moment, wo wir genügend PV-Überschuss zur Verfügung haben, darf meine Wärmepumpe bis 60 Grad raufheizen, auch wenn wir wissen, dass dann die Effizienz etwas leidet. Immer noch besserer Wirkungsgrad als jeder Heizstab. Dann haben wir die Komfortkriterien. Dort haben wir 55 Grad eingestellt und Eco, sozusagen der Energiesparmodus oder die Minimalanforderung bei 50 Grad. Diese drei Temperaturen können Sie anpassen und den Schwellwert der Wärmepumpe, den müssen Sie anpassen, je nachdem, was Sie dort ändern. Alles andere auch hier bitte lieber nicht ändern oder vorher mit uns Rücksprache halten. Was hier jetzt auch noch zum Tragen kommt, ist eben dieses Zeitprogramm. Das sieht man hier. Die Tagesfreigabe, das heißt, in diesem Beispiel haben wir jetzt hier 3 Stunden ab 14 Uhr freigegeben für das Programm. Auch das kann man dann gegebenenfalls auch standortabhängig nochmal oder je nachdem, welche PV-Anlage Sie haben, optimieren. Jetzt gehe ich hier mal raus. Das wäre also hier die Variante Nummer 5. Und die, wie wir kennengelernt haben, Königsklasse dieser Optimierung, also der bestoptimierteste Fall, ist jetzt die Variante 9.2, die invertergesteuerte Wärmepumpe mit SG-Ready-Regelung und Thermomanagement des Gebäudes. Das heißt, dort haben wir noch einige Vertiefungen auch vorgenommen. Ganz besonders gilt es dann darauf zu achten, dass wir hier in der Einstellung des Gebäudes diese Nachtabsenkung auch nicht mehr drin haben. Das heißt, wir haben hier auch definiert, dass Tag und Nacht mal die gleiche Solltemperatur haben, damit wir dann eben auch diese Tagüberhöhung hier mit simulieren können. Und hier ist die Steuerung gleich etwas komplexer. Auch hier gibt es eben diese programmierbare Steuerung für den Heizkreis. Und diesen Schwellwert der Wärmepumpe, also die minimale Einschaltleistung, wenn man so will, den muss ich jetzt auch hier schon definieren, damit auch mein Heizungssystem hier überhaupt die Freigabe bekommt, gegebenenfalls das Gebäude zu überhöhen. Hier gibt es dann 3 Betriebszustände, die abgefahren werden. Und gleichzeitig gilt auch alles, was ich vorher gesagt habe. Also die entsprechenden Hilfsgrößen anzupassen, aber den Rest nicht zu verändern. Das ist jetzt hier der Heizkreisregler an sich. Und selbiges haben wir dann hier auch wieder in diesen Steuerungen für die Wärmepumpe selber. Und im Vergleich zu vorher können Sie jetzt feststellen, dass wir hier mehr Wärmepumpenausgänge haben, also unter anderem eben den Steuermodus und auch eben die geregelte Leistungsstufe. Da kommt eben dieses Invertergesteuerte auch dann zum Tragen. Das heißt, hier können wir mit variablen Strommengen, die unsere PV uns liefert, auch im Teillastbetrieb zum Beispiel fahren, um dann schon kleinere Mengen schon mal in Wärme umwandeln zu können. Da haben wir hier
auch dann wieder diesen Schwellwert, der dann eben nach unten korrigiert werden kann. Es gibt den Leistungsfaktor und dann haben wir noch hier die Anhebung der Heizkurve über den Pufferspeicher, so wie vorher. 5 Kelvin jetzt, das heißt, dort bleiben wir etwas effizienter, auch auf niedrigeren Temperaturen und können dann einfach die Raumtemperatur, wie man hier dann auch in den Sensoreingängen sieht, mit überhöhen, immer dann, wenn das erforderlich ist. Hier der Regler für die Steuerung der Brauchwarmwasserbereitung ist eigentlich ähnlich wie vorher. Also auch dort ändert sich dann im Vergleich dazu nichts an den Hilfsgrößen. Hier dann eben auch diese Möglichkeit der geregelten Leistungsstufe, Teillastmodus dort schon mal was aufzunehmen. Und das ist da einfach ganz wesentlich auch bei der Einstellung dieser Betriebszustände zu beachten. Also da gibt es dann eben auch diesen Fall, dass man 0 einstellt, um die Wärmepumpe einfach zu sperren. Oder eben das 2 wäre das der Steuermodus der Wärmepumpe für den stromgeführten Modus. Wir haben in der Vorbesprechung auch herausgefunden, dass das vielleicht noch nicht ideal ausgerollt ist am Markt, aber das wäre also jetzt auch schon mal ein Ausblick, wie könnte das zukünftig dann gelöst werden mit solchen Systemen. Jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz auch hier nochmal zeigen, wie Sie das dann vergleichen können. Also in diesem Ordner finden Sie auch die Referenzvarianten, die David Zock vorgestellt hat, damit Sie auch wie einen Benchmark haben bei einem nicht oder bedingt optimierten System. Und ich kann dann in PolySun, in dem Moment, wo meine Lasten natürlich überall alle gleich sind, hier die Varianten miteinander vergleichen und kann dann sogar hier schon auf einen Blick sehr schön sehen, was macht das denn mit meinem Eigenverbrauch. Also bevor ich da jetzt auch das noch weiter im Detail analysiere oder weiter in die Wirtschaftlichkeitsrechnung gehe, sieht man es hier schon auf dieser Übersicht, also Eigenverbrauch, auch die Effizienz, die sich dann über diese verschiedenen Stufen der Optimierung weiter verbessert. Genau, dann werde ich jetzt mal zum Ende kommen und bin gespannt, wie Sie mit diesen Templates arbeiten können. Freue mich jetzt auch auf Ihre Fragen und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Hanna, für die Ausführungen, wie jetzt auch mit PolySun, mit diesen Vorlagen gearbeitet werden kann. Wir haben, also David hat es ja auch schon betont, er steht natürlich gerne für Fragen zur Verfügung und wir natürlich auch. Also wenn es jetzt Fragen gibt zu der Anwendung der Templates, dann sehr gerne Kontakt aufnehmen und wir freuen uns da, Sie fit zu machen bei Ihren eigenen Projekten. Ich habe es angekündigt. Wir würden nun gerne auch in eine Q&A-Session einsteigen für eine weitere Viertelstunde, also bis 17.30 Uhr. Und wenn es dann noch Fragen gibt, die wir nicht beantworten konnten, dann werden wir selbstverständlich im Nachhinein Ihnen gerne noch eine Antwort geben. Und es sind bereits einige Fragen eingetroffen und zu verschiedenen Bereichen. Also es gab einige Fragen zum Bereich Thermomanagement. Es gab auch Fragen zu den Aussagen zur Einbindung des Heizstabs. Und dann wurde auch Bezug genommen so zur allgemeinen politischen Lage, wo wir ja auch angehalten werden, Energie zu sparen. Ich würde jetzt einfach die Fragen versuchen, möglichst gebündelt zu stellen zu bestimmten Themen. Und ich würde jetzt anfangen beim Thermomanagement. Und da gab es eine sehr konkrete Frage. Ich suche die jetzt gerade genau von Herrn Uwe Stärke, vielleicht zum Einstieg nochmals. Ich glaube, es wurde gezeigt, aber es war ja auch wirklich spannend, wie viel Einsparung
Ich bin nicht sicher, ob sich das jetzt auf den Netzbezug oder auf monetäre Einsparungen sich ergeben durch das Thermomanagement. Vielleicht kannst du, David, das nochmals erläutern, was da die Erkenntnisse sind, die du gezeigt hast. Also kannst du da überhaupt eine Aussage treffen? Ja, also man sieht das ja auf der Folie, die Sie jetzt dann alle bekommen, in dieser wirtschaftlichen Analyse. Dort sieht man die monetären Einsparungen, das war einfach die höchste Kurve. Also da hätte man jetzt nach 20 Jahren 2000 Franken verdient am Schluss, also Schweizer Franken. Diese absoluten Werte sind natürlich jetzt abhängig von den Stromtarifen. Ich habe da jetzt noch Stromtarife aus der Schweiz hinterlegt von diesem Jahr. Nächstes Jahr sind die schon 30 bis 50% höher, dann wird sich das entsprechend nach oben skalieren. Also es ist eigentlich nicht mal unbedingt der absolute Wert interessant, sondern der relative Vergleich. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Darum habe ich auch diese Kurvenschar mal aufgezeichnet, dass man den relativen Vergleich hat. Und da gab es auch noch eine spannende Frage, so im Bereich Holzbau. Gibt es da auch Untersuchungen zum Thermomanagement oder was ist da deine Empfehlung für die Praktiker? Ja, also wir haben eben dieses Gebäude in Mörken angeschaut und die waren eine Mischbauweise. Also es war Holz-Beton-Mischbauweise und zwar waren es verschiedene Bauweisen, es waren nicht alle gleich. Das eine Gebäude 1, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat ein bisschen höheren Holzanteil gehabt als die beiden anderen Gebäude. Wir haben gesehen, dass sobald eine Fußbodenheizung da ist, mit Betonböden, da hat man eigentlich schon genügend Speichermasse. Also die Wände, die nehmen einen relativ kleinen Anteil mit. Also es reicht eigentlich schon eine gute Fußbodenheizung mit entsprechender thermischer Masse. Okay, spannend. Das war eine Frage von Johannes Mertens und dann gibt es noch eine etwas kritischere Frage von Martin Töben. Und zwar wollte er wissen, beim Thermomanagement wird ja auch in Kauf genommen, dass es eine Erhöhung gibt der Raumtemperatur. Da war die kritische Frage, ja, warum diese Überhöhung? Das ist ja Energie, die es eigentlich nicht braucht. Das ist ja über dem gewünschten Temperaturniveau. Das ist eine ganz gute Frage. Die Antwort ist eigentlich, welches Temperatur nehmen wir als Ausgangsniveau, oder? Und wir haben einfach festgestellt, dass in Gebäuden heute viel zu hoch geheizt wird. Also wir haben diverse Gebäude beobachtet und da war so 23 Grad oder war so der Durchschnitt, der eingestellt war. Das ist eigentlich viel zu hoch. Ausgelegt werden die ja bei 20 Grad. Also wenn Sie das jetzt schon mal 1-2 Grad runternehmen, das Ausgangsniveau, und dann ein bisschen nach oben fahren, sind Sie immer noch besser. Was wir in der Praxis gemacht haben, das war die Simulation jetzt aus programmtechnischen Gründen nicht möglich. In der Praxis sind wir noch ein bisschen weitergegangen und haben effektiv auch abgesenkt. Also man hat dann gezielt abgesenkt und angehoben, sodass man wirklich absolut symmetrisch war. Und so ist dann dieser Faktor 2 in der Steigerung rausgekommen und eben ohne Effizienzeinbuß. Also wenn Sie die mittlere Temperatur, die wollen wir eben nicht erhöhen, sondern wir wollen die mittlere Temperatur gleich lassen und dann im Prinzip symmetrisch nach oben und nach unten fahren. Okay, dann eine Frage, die in eine ähnliche Richtung zielt, sage ich mal, ist von Hans-Heinrich Isler. Und zwar ist ja aktuell natürlich auch eine große Diskussion die Strom- und Gasmangellage, die befürchtet wird im Winter. Ich glaube, die Diskussion ist da in Deutschland und in der Schweiz sehr ähnlich. In Deutschland sicher noch etwas mehr akzentuiert geführt. Was ist so deine Haltung, ist jetzt auch an David, an dich gerichtet. Ja, inwiefern passt das dann zusammen? Weil da spricht man ja davon, dass man eben auch die Temperaturen senken soll im Gebäude. Inwiefern bilden diese Lösungen vielleicht auch eine mögliche Lösung für diese Gas- und Strommangellage? Ja, also irgendwann muss man unterscheiden zwischen Effizienz und Suffizienz. Also das Effizienz, da können wir als Ingenieure was machen. Wir bauen effiziente Gebäude, die gut gedämmt sind. Wir haben effiziente Heizsysteme mit den Wärmepumpen. Wir schauen das regelungstechnisch, dass wir eben tiefe Vorlauftemperaturen fahren. Die Einstellung ist extrem auch wichtig.
Auch das Thermomanagement ist hier ein Vorteil, dass man eben auf tiefe Temperaturen fährt, dann haben wir die Effizienz maximiert im System. Das ist natürlich das Wichtigste. Und das Zweite ist eben dann die Suffizienz. Ja, natürlich, wenn ich einen Grad runterfahre, kann ich bis zu 10% einsparen, je nach Gebäudehülle. Das ist bekannt und das hat aber natürlich dann was mit Komfort zu tun. Da müssen dann die Leute auch mitmachen. Ich bin der Meinung, es braucht beides. Ja, vielen Dank für diese Antwort. Also das waren so die Fragen zum Thermomanagement. Vielleicht kommen da noch mehr Fragen zu diesem Thema. Es gibt eine Frage, die könnten wir eigentlich auch gut aus Sicht Simulation beantworten. Und zwar hat Uwe Stärke gefragt, wie ist denn der Unterschied in den Ergebnissen, wenn man jetzt statt einer reinen Süd-PV-Anlage beispielsweise eine Ost-West-PV-Anlage wählt. Das ist natürlich etwas, was man jetzt in den PolySun-Templates sehr gut anpassen könnte und dann eine validierte Aussage treffen könnte. Ich weiß nicht, willst du, Hanna, das noch ergänzen? Ja, vielleicht ganz kurz. Also das geht sogar sehr einfach. Alles, was jetzt elektrisch vorhanden ist, können Sie ja einfach zusätzlich hinzufügen. Bei der Ost-West-Anlage brauchen Sie dann einfach zwei Modulfelder, damit Sie dort auch die Ausrichtung entsprechend einstellen können. Und dort muss man dann noch darauf achten, dass der PV-Überschuss einfach über beide Modulfelder auch berechnet wird. Aktuell ist ja nur eines im Template vorhanden, deshalb nehmen wir dort nur einen Wert und das müsste man entsprechend in der Bilanz dann noch ergänzen. Aber also das ist wirklich sehr einfach getan und ist immer wieder eine ganz spannende Beobachtung zu machen. Sehr gut. Und wie gesagt, Hanna hat es erwähnt, die Vorlagen, die werden wir Ihnen im Nachgang zustellen. Dann können Sie die Analysen sehr gerne selber auch vornehmen und bei Fragen sich an einen von uns drei Referenten wenden. Und wir werden schauen, dass die Antwort schnell und gut erfolgt. Dann habe ich es angekündigt, da gab es auch ein paar kritische Fragen zum Thema des Heizstabs. Und zwar, ich muss jetzt gerade schauen, mit welcher Frage ich hier vielleicht zuerst anfange. Gab es eine Frage, Moment schnell, von Herrn Tomasini. Suche die Frage gerade raus, weil das war eine längere Frage. Genau, und zwar explizit an David, an dich gerichtet. Die Frage ist, um das etwas zu verkürzen, ob berücksichtigt wurde, dass eben bei der Eigenverbrauchsoptimierung mit Wärmepumpe es eben auch zu zusätzlichen Einschaltungen führen kann, die dann auch einen Einfluss haben auf die Lebensdauer der Wärmepumpe und dann auch eine Ersatzinvestition notwendig machen. Ja. Es wird eigentlich grundsätzlich nochmals nachgehakt, ob die Aussagen, ob das wirklich nicht wirtschaftlich ist. Vielleicht kannst du das nochmals wiederholen oder präzisieren, deine diesbezüglichen Aussagen. Also eben zu den Einschaltungen, das hört man immer wieder das Argument, aber da kann ich auch aus der Praxis absolut entschärfen, weil wenn man das richtig einbindet, dann schaltet die Wärmepumpe weniger häufig, wenn ich den Eigenverbrauch optimiere. Das ist auch ganz einfach erklärt. Wenn die Sonne scheint, dann fahre ich einmal hoch mit der Wärmepumpe und am Abend wieder runter. Wenn ich hochfahre, dann läuft die Wärmepumpe über längere Zeit. Und am Abend weniger. Und über den Tag gesehen haben Sie dann weniger Einschaltung. Ich sage immer, wenn man das richtig einstellt, dann kann man eigentlich die Wärmepumpe sogar schonen mit der Eigenverbrauchsoptimierung. Und es macht eben absolut keinen Sinn, der PV-Kurve nachzufahren. Also wenn Sie eine Wolke haben, Wärmepumpe abschalten, dann wieder einschalten, abschalten, das macht absolut keinen Sinn, oder? Wir müssen ja das Optimum rausholen über das Jahr gesehen. Das ist eine Statistik. Und es ist natürlich auch im übergeordneten Interesse, also des gesamten Stromnetzes, dass wir möglichst die Produktion und Verbrauch in Deckung bringen. Aber wir müssen nicht, sage ich mal, jedem Einbruch oder jedem Peak im PV-Strom folgen. Okay. Jetzt sind wir schon fast am Schluss der Zeit und es sind doch noch viele Fragen offen und es treffen auch weitere Fragen ein. Ich würde jetzt noch eine Frage nehmen, die wiederholt gestellt wurde.
Und dann, wie gesagt, würden wir uns gerne auch individuell noch bei Ihnen im Nachgang melden und freuen uns auch, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Die letzte Frage ist, ob es da auch eine Aussage gibt, das ist jetzt sehr eine praxisorientierte Frage, was denn Herstellerprodukte sind, beispielsweise gerade im Bereich von EMS-Systemen, aber auch von Kombinationen von Wärmepumpen, die eben auch für diese Art der Steuerung auch funktionieren. Ob du da vielleicht Tipps geben kannst aus deiner Praxiserfahrung, David? Und es wurde auch ganz konkret gefragt, wie viel denn Energiemanagementsysteme kosten, also Hardware- und Software-seitig. Ich finde das auch wichtig. Ja, wie, genau. Vielleicht beide zuerst. Wir haben in unserer Wirtschaftlichkeitsanalyse haben wir Werte hinterlegt. Also wir haben da mal angenommen, so ein Solar- oder Energiemanager kostet etwa 1.000 Franken. Und so ein Gebäude, Raumthermostat etwa 500 Franken. So haben wir das, diese Wirtschaftlichkeitsberechnung gemacht. Und ich denke, dass das heute etwa den Marktpreisen entspricht. Die Preise sind auch massiv runtergekommen. Es gibt auch immer mehr standardisierte Systeme. Es gibt übrigens auch Listen von Energie Schweiz. Die haben auch internationale Produkte drauf. Da haben sie riesen Listen von solchen Energiemanagementsystemen. Die kann man auch, könnte man auch im Nachgang noch zusenden. Es ist so, dass die Einbindung der Wärmepumpen natürlich das große Thema ist. Was heute eben Standard ist, ist dieses SG-Ready mit diesen Schalteingängen. Da ist die Sache einfach, dass die Einstellung in der Praxis anspruchsvoll ist. Man muss eben einerseits den Energiemanager richtig einstellen und andererseits eben auch die Wärmepumpe. Also was macht die dann entsprechend auf diesen Stufen? Und darum ist man eigentlich bei modernen Systemen eher geneigt dazu, eine intelligente Integration machen, eben das heißt über LAN oder Modbus. Das heißt, der Energiemanager kann dann wirklich vollständig die Wärmepumpe steuern. Man muss dann nur noch seit Energiemanager eigentlich konfigurieren. Und da ist es heute noch so tatsächlich, dass da noch herstellerabhängige Lösungen da sind. Das heißt, wenn jetzt ein Solarmanager oder Energiemanager Wärmepumpen einbinden möchte, hat er dann einfach eine Liste von unterstützten Geräten hinterlegt. Das ist auch heute so gemacht. Da kann man das Gerät auswählen und dann wird genau dieses Gerät dann unterstützt. Das ist natürlich mit Aufwand verbunden noch auf Seite Hersteller. Und in Zukunft soll das auch standardisiert werden. Also es gibt jetzt in der Schweiz einen Verein Smart Grid Ready. Das tönt ganz ähnlich wie SG Ready. Aber man geht da eine Stufe weiter und möchte eben diese intelligenten Einbindungen auch standardisieren. Also so, dass man dann einen Energiemanager kaufen kann mit diesem Label drauf und andererseits eine Wärmepumpe mit diesem Label. Und dann können die miteinander kommunizieren und eben auf verschiedene Intelligenzstufen. Also man möchte da auch eigentlich alle diese Stufen, die ich jetzt gezeigt habe, mehr oder weniger standardisieren. Ja, vielen Dank für deine Ausführungen, David. Ich habe es gesagt, wir sind jetzt eigentlich am Schluss der Veranstaltung. Ich möchte ganz herzlich Hanna und dir, David, danken, dass ihr referiert habt und euch auch den Fragen der Teilnehmenden gestellt habt. Wie gesagt, wir melden uns gerne bei Ihnen, wenn jetzt noch Fragen unbeantwortet geblieben sind und freuen uns natürlich auch sehr, wenn Sie mit uns in Kontakt treten und auch diese Polisan-Vorlagen, die wir Ihnen zusenden, jetzt auch aktiv nutzen. Und da dürfen Sie natürlich auch gerne mit Rückfragen auf uns zukommen. Vielen Dank auch für das Interesse, dass Sie bis jetzt auch engagiert dabei geblieben sind und ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg bei Ihren eigenen Projekten. Dankeschön. Vielen Dank. Auf meiner Seite besten Dank.